Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schätzungsweise 1 Million Menschen sind heute in Ost-Berlin für Demokratie und Reformen auf die Straße gegangen. Auch in anderen Städten der DDR gab es Demonstrationen mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Bei der Kundgebung in Ost-Berlin auf dem Alexanderplatz war die Menge fast nicht mehr zu überschauen. Auf einer Fülle von Plakaten und Transparenten forderten die Demonstranten Meinungs- und Versammlungsfreiheit, freie Wahlen und ein Ende des Machtmonopols der SED. Angemeldet worden war die Demonstration von Künstlergruppen. Die Behörden hatten die Aktion genehmigt, das DDR-Fernsehen übertrug die Kundgebung live. Nach 5 Stunden ging die Menge friedlich auseinander. So hatte dieser denkwürdige Tag heute in Ost-Berlin begonnen. Schon früh am Morgen formierte sich der kilometerlange Demonstrationszug. Anfangs ganz still, als traue man dem Frieden noch nicht zurecht bei dieser ersten freien Großdemonstration. Sprechchöre gab es nur vereinzelt, dafür umso mehr Spruchbänder und Plakate mit Forderungen. Zulassung oppositioneller Gruppen wie das Neue Forum, mehr Demokratie und Pressefreiheit. Doch die zum Teil überdeutlichen Misstrauensbekundungen gegenüber der SED und ihren alten und neuen Führern überwogen. Als der Zug am Gebäude der Volkskammer vorbeizog, lockerte sich die Stimmung. Besonders originelle oder besonders mutige Sprüche wurden häufig beklatscht. Vor wenigen Tagen noch undenkbar. Die Wände des Staatsratsgebäudes wurden mit Parolen beklebt. Pluralismus statt Parteimonarchie steht da jetzt zu lesen. Eine ostdeutsche Klagemauer. Und das alles unter den Augen der heute kaum sichtbaren Volkspolizei. Die schritt auch nicht ein, als der Eingang des neuen Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz mit Spruchbändern verziert wurde. Ein neues Zeitalter hat begonnen in der DDR, sagte einer und drückte damit aus, was viele in der Menge empfanden. Die Demonstration war genehmigt, keine Polizei, kein Druck, keine Angst. Offen und schonungslos wurde ausgesprochen, was die Bürger bewegt. Glasnost in der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief. Wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen. Und das, Freunde, in Deutschland, wo bisher sämtliche Revolutionen daneben gegangen, und wo die Leute immer gekuscht haben, unter dem Kaiser, unter den Nazis und später auch. Liebe Berlinerinnen und Berliner, billigen wir einander die Kultur des Dialogs. Misstrauen ist gut, Kontrolle noch besser. Verblüfft beobachten wir die Wendigen, im Volksmund Wendehälse genannt. Die laut Lexikon sich rasch und leicht einer gegebenen neuen Situation anpassen, sich in ihr geschickt bewegen, sie zu nutzen verstehen. Sie am meisten, glaube ich, blockieren die Glaubwürdigkeit der neuen Politik. Hier lohnt es sich jetzt. Hier wird es spannend. Bleibt doch hier. Jetzt brauchen wir buchstäblich jeden und jede.
Es ist wahr. Unser Land ist kaputt. Ziemlich kaputt. Es ist wahr. Dumpf, geduckt, bevormundet haben wir gelebt, so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, aufrechter, selbstbewusster. Wir finden zu uns selbst. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns. Wir können stolz sein. Über Anträge auf Ausreise aus der DDR soll nach den Worten des stellvertretenden Innenministers Winderlich künftig schnell und unbürokratisch entschieden werden. Nur in Ausnahmefällen würden Anträge noch abgelehnt. Bei anderen Ausreisewegen, so Winderlich, etwa über Botschaften der Bundesrepublik, würden Vermögensfragen oder andere Dinge ungenügend gelöst. Unterdessen sind mehrere tausend DDR-Bürger, die in der Prager Botschaft Zuflucht gesucht hatten, direkt in die Bundesrepublik ausgereist. Diesen unbürokratischen Weg, für den der Personalausweis ausreicht, hatte Ost-Berlin gestern freigegeben. Der oberpfälzische Straßenübergang Weidhaus. Gegen 2.50 Uhr kam der erste Trabi an aus der Tschechoslowakei. Grenzschutzbeamte verteilten Wegekarten zu den Anlauforten in der Bundesrepublik. In den vollgepackten Autos waren meist junge Familien. Kontrollen gab es nicht. Wie hier in Weidhaus wurde in Furt im Wald, Bayerisch-Eisenstein und Schirnding mit mehr als 2000 DDR-Bürgern gerechnet. Andere waren am Morgen mit Bussen aus Prag gekommen. Im oberfränkischen Marktredwitz traf am Nachmittag der erste Sonderzug mit DDR-Aussiedlern aus Prag ein. Er hatte bei Schirnding die Grenze passiert. Viele Menschen begrüßten die Neuankömmlinge. Insgesamt sollen hier 5 Sonderzüge mit rund 5000 Menschen ankommen. Die Ausreisenden wurden aufs Erste versorgt und dann mit Zügen der Bundesbahn, unter anderem nach Lübeck, Hannover, Fulda, Alsfeld, Meckenheim und Munster weitergeleitet. Bundeskanzler Kohl äußerte heute in Erlangen die Hoffnung, dass die offene Grenze für die DDR-Bürger zum Dauerzustand werde und dass auch die Mauer in absehbarer Zeit verschwinde. Erneut versicherte er, dass Bonn den Reformprozess in der DDR unterstützen wolle. Es könne keine Lösung der deutschen Frage sein, dass in diesem Jahr 150.000 Menschen in die Bundesrepublik gekommen seien. Wie Kohl sprach sich auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau dafür aus, die Aus- und Übersiedler solidarisch aufzunehmen. Man könne nicht 40 Jahre rufen, macht das Tor auf und dann zurückschrecken. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte Rau, die Bundesrepublik sei allerdings überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn jetzt die DDR-Bürger frei reisen könnten und möglicherweise in großer Zahl in der Bundesrepublik blieben. Zum Fußball. In der Bundesliga ist nach dem 16. Spieltag wieder der erste FC Köln vorn. 54.000 Zuschauer sahen heute in Hamburg eine hervorragend aufgelegte Kölner Mannschaft, die dem HSV beim 2:0 nie eine Chance ließ. Beim bisherigen Tabellenführer München im Olympiastadion war Werder Bremen zu Gast. Der SV Werder Bremen in den weißen Trikots hier im Angriff überraschte mit seiner offensiven Spielweise Zuschauer und Gegner. FC Bayern-Schlussmann Raimund Aumann war des Öfteren der Retter in der Not. 32.000 Besucher sahen bei nasskalter Witterung, vor allem in der zweiten Hälfte, eine abwechslungsreiche Partie mit zahlreichen Torchancen, wie hier durch Bayern-Stürmer Mac Inelli. In der 68. Minute hatten die Münchner Fans dann Grund zum Jubeln. Denn nach Foul von Uli Borowka an Michailovic entschied Schiedsrichter Manfred Neuner aus Leimen auf Elfmeter. Zu Unrecht. Denn in der Wiederholung erkennen sie, dass das Foulspiel außerhalb des Strafraums erfolgte. Der eingewechselte Wickerl Kögel erzielte den Führungstreffer für die Münchner. 8 Minuten vor dem Schlusspfiff gelang aber dem Bremern dank Mittelstürmer Karl-Heinz Riedle der verdiente Ausgleichstreffer. 1:1 trennten sich also der FC Bayern München und der SV Werder Bremen. Und hier alle Ergebnisse. München-Bremen, wie gesehen, 1:1, Kaiserslautern-Dortmund 2:2, Uerdingen-Nürnberg 3:3, Stuttgart-Mönchengladbach 4:0, Frankfurt-Karlsruhe 1:1, Hamburg-Köln 0:2. Bereits gestern spielten Bochum gegen Homburg 1:0, Düsseldorf gegen Mannheim 0:0 und Leverkusen gegen St. Pauli 1:1.
Boris Becker steht zum zweiten Mal seit 1986 im Finale des Tennis-Grand Prix-Turniers in Paris. Er besiegte heute den Amerikaner John McEnroe mit 7:6, 3:6 und 6:3. Endspielgegner morgen ist der Schwede Stefan Edberg, der gegen den Amerikaner Aaron Krickstein mit 6:4, 4:6 und 6:2 gewann. Zum Handball-Europapokal hat der VfL Gummersbach heute für eine Sensation gesorgt. Im Hinspiel des Cup-Siegerwettbewerbs gewann die Mannschaft beim Spitzenreiter der sowjetischen Staatsliga und hohen Favoriten Dynamo Astrachan 22:16. Und zum Wasserball. Der vierfache Europapokalgewinner Wasserfreunde Spandau 04 ist wieder im Endspiel des Wettbewerbs der Landesmeister. Im Halbfinale konnten sich die Berliner nach dem 10:7 vor einer Woche bei ZSKA Moskau heute im Rückspiel zu Hause eine 7:8 Niederlage leisten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. November. Anfangs im Osten und im Südosten noch bedeckt und Regen. Später auch hier, wie im übrigen Deutschland, wechselnde, vielfach starke Bewölkung mit Schauern. Tiefstwerte 6 bis 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen auch stürmischer Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten am Montag wechselhaft und kühl. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 2.35 Uhr. Und morgen, meine Damen und Herren, können Sie um 12.45 Uhr den Wochenspiegel sehen. Das Wort zum Sonntag.